Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Ja, in der letzten Folge haben wir gefailt wie sonst niemand und das wird wahrscheinlich hier fortgesetzt. Also freut euch. So. Wir sind hier in einer Trainingsanlage und je nachdem, wie wir die einzelnen Räume abschließen, ändert sich ja, die Schwierigkeit des nächsten Raumes und wenn ich mich nicht irre, auch die Belohnung. Ah, verdammt. Was? Wie? Da, jetzt ist. Ja, guckt euch das an. Jetzt ist direkt das Level runtergegangen. Das Terrain-Gebiet passt seinen Schwierigkeitsgrad an deine Punktzahl an. Die in diesem Modus auftretenden Gegner werden stärker, je besser du wirst. Ja, das habe ich doch gerade erzählt. Hörst du mir eigentlich nicht zu? Elia, hallo? Nur weil du ein Navigator bist, heißt das nicht, dass du auch mal auf mich hören könntest. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, was die Voraussetzungen sind für einiges. Da wäre ich beinahe runtergefallen. Was die Voraussetzungen für einige Belohnungen sind am Ende dieser Level. So, jetzt ist das zum Beispiel weiß. So, ich glaube, wenn ich außerdem unten bin, dann kann ich auch nicht mehr ganz nach oben gehen im nächsten Raum. Dann kann ich nur noch bis zur Mitte kommen. Ja, das Auto. Warte, warte, warte. Mann, seid ihr irre. Aber guckt euch das an, ey. Boah, im Moment will ich erstmal nur die Level schaffen hier. Ja, wenn man fragt, dann wird der Level sowieso runtergesenkt. Mein Gott. Gibt's doch nicht. Wie soll ich denn das schaffen? Ah, so, und da oben. Genau. So, hier ist irgendwas. Mal gucken, wie sich das öffnet ist. Ich habe keine Ahnung, aber mal gucken. Ja. So, hiermit nicht. Ja. Hiermit vielleicht. Hiermit vielleicht. Ja. Nee. Okay, das heißt, irgendwann müssen wir jetzt zurück. Super. Na gut, komm her. So. Ah, das gibt's doch nicht. So, das ist übel. So, das sah jetzt verdammt einfach aus, aber das ist eigentlich viel schwieriger, als es aussieht. Guckt euch an, wie ich mich anstelle. Verstehe ich nicht. So. Ich glaube, wenn man alle oben hat, dann bekommt man erst ein seltenes Metall, aber ich bin mir nicht sicher. So, ist hier was gewesen? Boah, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, da wäre irgendwie was. Soll ich jetzt riskieren? Soll ich gucken, ob da was ist? Warte mal, da war irgendwas. Das ist tatsächlich irgendwie was. Hallo. You found a rare metal. With it you can make a new chip. Be sure to stop by the lab when you get back to the hunter base. So, hoffentlich schaffe ich jetzt auch wieder zurück. Boah.
Wenigstens etwas. So, und das hier ist einfach nur nervig. Boah, solche Sprünge in Jump'n'Runs, ne? Einfach nur blöde. Glaub mir, kommen noch schrägere Räume außerhalb von diesen Dingern. Was du denn? Was willst du denn? Guck doch schon, wie viel der aushält. Wie soll ich denn das machen? So, jetzt kommt der schlimmste Raum von allen. Ich dachte, vielleicht kann man da unten durch. Boah. Fuck. Boah, ey. Ich hab voll den Facepalm gerade gemacht. Boah, ich will einfach nur aus, dass der Level das ist. Das ist so mies. Da. Hört mich. So, jetzt keine Punktzahl mehr zu beachten. Ich glaube, die Punktzahl hat auch irgendwann mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Wenn ja, dann ist das richtig. Weil dann habe ich Probleme. Ich meine, wie soll ich denn dann einige Räume schaffen? Da gibt es eigentlich nichts für jetzt mal. Lass mich raten, er ist aus dem Bildschirm, deswegen kann ich ihn nicht treffen. Ne? Alter. Danke. Will mir ja echt auf den Nerven gehen. Boah, verreckst du. Boah. Nee, das ist nicht gut ausgegangen. Jetzt bekommen wir auch bestimmt dementsprechend eine beschissene Belohnung. War da was? Nee. Ja, allein seltenes Metall haben wir, das ist schon mal gut. Naja. So, jetzt müssen wir nur noch den Boss plätten. Also den schwierigen Teil haben wir eigentlich hinter uns. Axel, can you hear me? Ich habe mir das Gebiet, in dem sich das Ziel befindet, genau angesehen, aber ich fand Hinweise dafür, dass seine Form von zuständigen Programmen oft geändert wurde. Das Ziel selbst besitzt eventuell die Fähigkeit, geografische Merkmale zu verändern. Okay. Junge. Warnung. A Maverick Hunter? Here? Who in the world are you? Why are you here? Who am I? This guy's out of control. That's where you're wrong. We may not be the good guys, but we're no monsters. Such concepts are beyond the grasp of half-wits like you. Sagt die Person, die gerade von nix eine Ahnung hatte. So, komm her. So, nachdenken. Gegen was bist du denn anfällig? Oh, aua. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier gegen bist du anfällig, genau. Da. Wenn ich mal ein einfacher Boss kann. Hey, was mit meinen Raketen? Aber das Ding hier. So, komm. Nein. Boah. Boah, sieht halt wenig ab. Was soll das denn? Das war blöd. Oh nein, nicht das.
Alter, gibt's doch nicht. Mann. Ah, da bin ich bescheuert. Lass mich raus. Oh nee. Wieso stelle ich mich so bescheuert an? So, wenn ich den Boss nicht schaffe, ne? Darf doch nicht wahr sein. Oh, eine Konversation mit Ex auch noch. Boah. A Maverick Hunter? Who in the... He's gone totally berserk. We've got to stop him. Berserk? I don't think so. We may not be the good... No one has... Oh, okay, hast du schon gesagt. Victory will be mine. Was mache ich hier eigentlich, ey? Bescheuert schlägt mich denn hier an? Ich hab vollkommen vergessen, wie es funktioniert, die Dinger ausweichen. So, du ziehst zwar voll wenig ab, aber dann verzieh ich damit. Das ist auch gut. Da, bleibst du hier. Ah. Oh, das gibt's nicht. Das schaffe ich nur in diesem Partner, warte. So. Erst einmal schließen. Oh. Das Ding verarscht mich. Mag ich nicht. Ja, das war relativ blöd von dir. Haha, und das war relativ gut von mir. So, jetzt. Oh. Oh. Ey, das gibt's nicht. Wann stelle ich mich so selten? Das schaffe ich nicht mehr. Jetzt Heilgegenstände einzusetzen, auch blöd. Komm schon. Komm schon. Komm schon, nur ein Schlag. Yes. Boah, nee, ich fasse es nicht. Da war noch nicht mal richtig befriedigend, weil ich mich so bescheuert angestellt habe. So, Mission abgeschlossen. Ja, kein Problem. Du mich auch. Wollte schreien. Ja. Yay. Schön. Oh mein Gott, sind da viele seltene Metalle. Und wieder was für Zero, gut. Ja, du mich auch. So, neue Chips. Einmal kurz reingucken. Neuversuch Chips kaufen. Ich glaube, ich weiß auch, welche Level ich als nächstes mache. So, Zero, was hast du bekommen? Waffenwandler. Jeder eingesteckte Schein reduziert die Waffenenergie statt die Lebensenergie. Okay. Na, aber ich würde sagen, einkaufen tun wir erst im nächsten Part. Das war's dann von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Bye bye.